Moin, herzlich willkommen zum nächsten Teil und eigentlich auch letzten Teil zum Golf 2 Diesel Projekt. Er ist soweit TÜV fertig. Na, wie gesagt, ich habe hab Sportfahrwerk eingebaut, 60-40 von FK, was ich ja günstig bekommen habe. Das ganze Auto ist aufpoliert. Ich habe die Türen lackiert. Ne? Das ist mal von innen, also in Wagenfarbe. Nicht perfekt, aber ja, ich sag mal so, passend zum restlichen Zustand des Fahrzeugs. Ich habe ihn verkauft. Es wollte ihn einer haben. Zu einem relativ guten Preis. Warum soll ich ihn noch nicht verkaufen? Weil, bei mir wäre es jetzt ein Winterauto. Das heißt, ich würde ihn über den Winter fahren und dann nächstes Jahr gucken, was ist, was passiert. Ob dann weitergeht, ob sich da noch was lohnt, weil auf jeden Fall die Kotflügel müssten neu. Die sind die habe ich ja abgehabt und von innen ein bisschen entrostet. Also sie sind schon stellenweise recht dünn, wenn nicht sogar schon teilweise ganz kleine Löcher zu sehen sind. Also das heißt, man kann schon fast durchschauen. Also müssten die auf jeden Fall neu. Ich habe ihn jetzt TÜV fertig gemacht. Soweit. Er ist technisch bis auf Tacho ist er in Ordnung. Ich habe gedacht, das wären die Temperatursensor oder der Temperatursensor, dass der bei Zündung ein sofort auf Vollanschlag geht und quasi anzeigt, dass er zu heiß wäre. Ich habe Massepunkte im Motorraum habe ich überprüft und auch neu gemacht und fehlt das weiterhin. Egal. Ja, er läuft ja. Na, Kühlwasser ist genug drauf, er verliert auch nichts. Ich habe den jetzt mal den ganzen Tag lang laufen lassen, Thermostat und Kühlerlüfter funktionieren auch. Na, wie ihr sehen könnt, ich habe die andere Ausstattung reingebaut. Ich weiß gar nicht, ob man das im letzten Video schon sieht. Ich weiß gar nicht, ob ich das andere Video, ob ich das überhaupt online gestellt habe, was aber auch egal ist. Fakt ist, ich habe alles soweit sauber gemacht. Das Einzige, was noch gemacht werden müsste, das sind die Scheiben. Ja, aber jetzt mache ich gar nichts mehr, weil gekauft, so wie er hier steht. Ich habe die Türen lackiert. Ich habe natürlich außen alles soweit möglich mit Lackreiniger mal überpoliert, weil war ja hier sehr hell, fast schon weiß. So ausgeblichen war er. Motor, diese Batterie ist tot. Ich habe Dieselfilter getauscht. Ich habe Rücklaufleitung habe ich gemacht an den Einspritzdüsen, also an den Injektoren. Ich habe die Leitung neu gemacht. Ansonsten ist alles soweit. Ne? Ich habe die Stoßstangen habe ich mit Turtle 6. Einmal rüber, damit wir schön schwarz sind. Ich finde, das ist gut geworden. So wie mit dem Grill auch. So. Ja. Ich habe hier die Roststelle angeschliffen und dann Primer drauf und dann mit Wagenfarbe mit dem Pinsel. Genau sowieso die eine oder andere Stelle am Dach. Wenn nicht, die habe ich vergessen. Ja. Auf jeden Fall. Hinten das Stück habe ich in Wagenfarbe lackiert. Im Tankdeckel, überall, wo das so komisch grau war. Ja, so wie hier und wie gesagt. Ja, der 60-40 Fahrwerk macht sich ganz gut. Da drauf. Wie man sehen kann. Die Ausstattung ist auch ganz ordentlich. Drüben fehlt eine Schachtleiste von innen. Öl habe ich gewechselt. Ja, dann war es das zum Thema
Golf 2 Diesel. War ja ein kurzes Gastspiel. Schlüssel kann ich schon mal abschließen. Ja, was soll ich sagen? Dann wird es Zeit für. Ich weiß, ich muss zum Friseur. Aber nicht so wichtig. Ja, dann wird es auf jeden Fall Zeit für ein neues Projekt. Ich weiß noch nicht was. Ich suche immer noch nach einem Scirocco 2. Ich habe mir schon welche rausgesucht. Ich warte nur, dass das die Verkäufer sich melden. Und dann. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und zur Not habe ich meinen Golf ja auch noch. So, als nächstes mache ich morgen bei der E-Klasse die Motorlager. Die sind schon lange überfällig. Die habe ich schon ein bisschen vernachlässigt, aber langsam müssen die gemacht werden. Ich habe diese Filter schon gewechselt. Und ja, ich hatte mir aus bei eBay billige Klammern bestellt gehabt für die Dieselleitung und Dieselfilter. Die haben bei der Motor Instandsetzung habe ich die verwendet und die haben gehalten. Aber jetzt beim Dieselfilter wechseln bin ich gefahren und dann das. Ja, muss ich noch beseitigen, bevor es hier Probleme gibt. Das mache ich jetzt. Und ja, sobald was Neues gibt, bekommt ihr neue Infos dazu, zu dem neuen Projekt. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, was es wird. Aber auf jeden Fall kein Mercedes oder sonstigen Luxusschrott. Ich glaube, ich bleibe beim VW. Zumindest aus dem Bau rein. Ne? Ja, so. Ich gucke mir nicht einmal an. Das ist der letzte Blick. Auch mit dem coolen Fahrwerk. Das hätte ich mal nicht einmal mal lieber selber behalten. Gut, alles klar. Ja, jetzt ein kurzes Video. Dann Abo da lassen, kommentieren, Daumen nach oben. Ich freue mich und bis zum nächsten Video. Haut rein, ciao.